Wir befinden uns hier in Wien in den Karl-Marx-Hof. Das ist sozialer Wohnungsbau aus den 20er Jahren. Der Gebäudekomplex, der besteht aus drei großen Wohnblocks, so wie dieser hier, die eine Gesamtlänge von 1,2 Kilometer haben. Hier wohnen 5000 Familien. Innerhalb der Wohnblocks gibt es Kindergarten. Drüben, das gehört auch dazu. Da gibt es Geschäfte, eigentlich alles, was man benötigt, um zu wohnen. Was wenig bekannt ist, als die Nationalsozialisten von Deutschland Österreich angegliedert haben, war hier eines der letzten Widerstandsnester, die die Wehrmacht bekämpft haben. Und erst nach Artilleriebeschuss haben die dann hier aufgegeben.